Typisch Michel wird euch präsentiert von Schöneck Garage Spiez, euer Ford-Spezialist im Berner Oberland. Und mit Leib und Seele von Ernie. Haar, Kleid, Bar, Spa. Es ist Sonntagmorgen und ich bin unterwegs nach Bümplitz. Der Erich Hess hat mich zum Bauernzmorgen eingeladen. Ich erwarte währschafte Kost und schöne Musik. Mit diesen Erwartungen liegt Michel gar nicht mal so daneben. Und mit Anpacken muss sie dann auch noch gratis. Der Erich Hess übergibt ihr kurzerhand den Kochlöffel. Und weil der SVP-Politiker unserer Moderatorin mal zeigen will, wie es ist, wenn man gegen Strom schwimmen muss, nimmt er sie mit in die Tare zum Strömungstauchen. Hoffen wir, dass die beiden wieder wohlbehalten auftauchen. Der Erich Hess polarisiert mit seiner Art zu politisieren. Er ist nicht bei allen beliebt. Seine Politkarriere nimmt mit dem Präsidium der jungen SVP so richtig einen Schwung auf. Momentan tanzt der 38-Jährige gerade auf drei Hochzeiten. Nebst seinen Ämtern als Grossrat und Stadtrat ist Erich Hess letzten Sonntag auch als Nationalrat wieder gewählt worden. Da bleibt dem Unternehmer nicht mehr viel Zeit für seinen Job als Lastwagenchauffeur. Das macht er nur noch gelegentlich. Der Erich Hess ist ledig und wohnt mit seiner Partnerin bei Bern. Guten Morgen. Du bist da fleissig am Eier kochen schon, hä? Jawohl. Bist du ausgeschlafen? Ja, ausgeschlafen bin ich gäng öppe. Willst du ein bisschen helfen? Du, ja. Du bist gerade zum richtigen Moment gekommen. Also, du sagst, was ich soll machen. Muss ich auf etwas achten hier? Ja, dass wir immer etwa genug Eier haben, vorzuproduzieren. Noch Eier und du würzen noch? Ja, einfach ein bisschen Salz drüber. Das ist das Einzige, was ich kochen kann, Spiegelei. Hey, ehrlich? Und das noch schlecht. Ist das wahr jetzt? Nein, eine Pfanne voll Wasser bringe ich meistens auch noch zum Kochen. Also die Teigwaren bringst du auch noch her? Ja, auch noch knapp, ja. Ich kann dir da schnell das Kälchen in die Finger drücken. Ja, dann kannst du ein bisschen Pause machen. Genau. Ich sollte sowieso noch retten. Ja, wie lange bist du jetzt so schon hier? Seit dem Morgen um 8:30. Geht noch. Geht noch. Wir haben darum gestern alles vorbereitet, dass wir heute nur noch loslegen können. Kommst du schon morgen schnell aus dem Bett? Oder bist du... Ja, kommt ein bisschen darauf an. Ja, morgen muff und nicht, aber... Es geht zwei, drei Minuten, bis ich aufgestanden bin, weil meistens ein wenig Schlaf habe. Ja. Merkt man natürlich, die Schlafmangel kommt morgen auch ein bisschen. Du schlafst einfach im grossen Rad. Ja, halt, das war eine Spezialsituation. Ich war dann erkältet, habe noch ein bisschen Zitran genommen. Gut, ja. Gut zum Mittagessen. Nach dem Mittag ist halt... Aber ja, die Schlagzeilen sind schnell verbreitet worden. Aha, ja. Aber ja, wie sagt man so schön? Auch schlechte Werbung ist Werbung, oder? Ja, ich weiß es nicht. So, jetzt geben wir mal die Kelle. Sonst stehe ich da so blöd. Ich tue schnell die Finger waschen. Es kommt niemand mehr, wenn ich da stehe. Ich kann mir nur, wenn der Erich da ist. Kommt noch mal. Habt ihr keinen Ei? Ich verscheuche alle. Nein. Seht ihr da stehen, haben sie nicht. Ich übernehme für ein paar Minuten am Erich Hesse Part und verteile zum Morgen. So kann er zu seinen potenziellen Wählern reden. Es ist kurz vor der Wahl und der SVPler versucht, noch so viel wie möglich von sich zu überzeugen. Liebe Leute, darf ich eure Aufmerksamkeit haben? 2 Minuten. Ihr wisst, wir sind zusammengekommen. Hier kommt das Morgenessen, organisiert von SVP Bümplitz, zusammen mit der jungen SVP vom Kanton Bern. Es freut mich, dass ihr alle so zahlreich hier drin seid. Ich möchte allen Helferinnen und Helfern recht herzlich danken. Geht's bei dir? Ja, nicht so. Schau mal die Eier an. Es geht furchtbar. Ja, ich sehe auch, du hast es über den Rand abgeschlagen. Ja. Es bleibt etwas sauberer aus, wenn du einfach 2 Eier zusammentätschst. Geht das eine kaputt und gehst es drin und geht keine Mohrerei um den Rand um.
Aber du kannst ja kochen. Nein. Mal. Also ja, probiere ich es so. Hast du auch gleich eins wollen? Ein Ei. Beim Spiegeleier machen hat sie sich gut angestellt. Sie hat nicht so lange müssen. Und hat durch das auch nicht so viel Übung bekommen. Aber das ist eigentlich das Einfachste, ein Spiegelei zu kochen. Das ist das, was noch fast jeder die Stange bringt, sogar ich. Ja. Erich. Wie jetzt hier. Das ist, ja, fühlst du dich sicher richtig wohl und daheim, weil ja, es ist eine kleine geschützte Werkstatt. Kaum setzt du wieder einen Fuß hier raus, wirst du wieder attackiert, oder? So schlimm ist es nicht gerade das Bümplitz, aber es ist natürlich schön, wenn wir für einen Gleichgesinnte alle am Morgen sind. Ich habe zwar wenig Zeit zum Diskutieren, weil ich natürlich die ganze Zeit am Arbeiten bin, aber es ist schön, etwas so für die SVPler hier in Stadt Bern zu machen. Du hast ja gerne irgendetwas los. Also, du bist andauernd irgendwo an einem Anlass und machst Wahlkampf für dich. Also, gibt es auch mal ruhige Momente, wo du daheim auf dem Sofa liegst und einfach nichts machst? Ja, die gibt es selten, vor allem jetzt gerade im Wahlkampf. Sind die sehr selten. Da ist Samstag, Sonntag meistens so von morgen bis am Abend ausgebucht. Was ist jetzt geplant für heute? Was ist der weitere Tagesablauf? Anschliessend habe ich ein bisschen geschwitzt und stinke ein bisschen fest nach Fett. Dann gehen wir schnell zu mir heim duschen. Und dann? Und dann, das siehst du, sehen wir dort daheim. Ich erkläre es dir schnell. Okay, gut. Also gut, dann schwitzt es. Ja. So, wir haben einen schönen Garten hier. Du wohnst hier, bist Mieter da. Warum wohnst du nicht in einem von deinen eigenen Häusern? Ja, gut, hier bin ich ein klein. Gehört zwar noch zur Stadt Bern, aber ein bisschen neben aussen, wie auf dem Land aussen. Und für mich perfekt. Ich, wo ich im Emmental aufgewachsen bin, brauche ich ein bisschen Grün ringsum. Hast du hier deine Wohnungen und Häuser, sind die alle in der Stadt drin? Die sind hauptsächlich in der Stadt drin, ja. Aber du hast gesagt, du bist auf dem Land aufgewachsen. Wie war eigentlich deine Kindheit? Also, du hast, glaube ich, noch eine Schwester, gell? Genau, ja. Wenn du so darauf zurückschaust, wie war das? Ja, wir hatten eine sehr schöne Kindheit, in einer sehr intakten und guten Familie. Mhm. Mitzig im Emmental. In der Schule hatten wir ein ganzes Schulhaus ohne Ausländer. Mhm. Sprich, das ist nicht ganz vergleichbar mit hier in der Stadt Bern, wo es mehr Ausländer hat als Schweizer. Mhm. Ich sage, die Jugend hat mir viel mitgegeben für mein Leben. Also so ein bisschen deine heile Welt gehabt, dann? Ja, mehr oder weniger. Wie bist du hier als Bub gsi? Also bist du schon immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal ja, ein bisschen aufmöpfig wie heute? Ja, bin schon gängig ein bisschen, ja. In der Schulzeit bin ich auch immer zwischendurch aufmöpfig gsi gegenüber den Lehrer oder so. Ich bin nicht gerade der brevste Schüler gsi. Hier wohnst du zusammen mit deiner Partnerin, mit deiner Freundin. Wie ist das da? Eigentlich mal Hochzeit planen, du eigene Kinder und so? Bis jetzt noch nicht geplant, aber ja, wir sind anfangs zwei Jahre zusammen. Und das, wenn wir schauen, wie es weiter vorwärts geht. Aber geplant ist das hier noch nicht. Aber wäre das etwas? Oder findest du heiraten geplant? Ja, bis jetzt habe ich noch keine Zeit gehabt, mir über solche Gedanken zu machen. Mhm. Das ist ein bisschen drum schlängeln. Das ist gut. Ja, man kann glücklich miteinander sein, ohne dass man gerade heiraten ist. Das stimmt, ja. Das ist so. Wir nehmen schon Hunger, was du jetzt heute geplant hast als Challenge. Du hast dir etwas ausgedacht. Ja, du wirst flotsch nass, darum habe ich dir hier ein Badtuch mitgebracht. Ja, dann hat er mir hier das Badtuch in die Finger gedrückt. Natürlich mit dem Schweizer Kreuz drauf. Dann dachte ich, nein, was will er jetzt? Jetzt will er baden, gell? Ich schwimme in der Stadt Bern politisch immer gegen Strom. Weil wir als SVP sind eine ganz kleine Oppositionspartei hier in der Stadt Bern. Ja. Und jetzt schwimmen wir in der Aare gegen Strom. Unter Wasser. Was, tauchen? Tauchen. Wie kommst du auf so etwas? Ich dachte, man muss dir eine Herausforderung geben, die du noch nie gemacht hast, die ich noch nie gemacht habe. Dann können wir die Erfahrungen gerade gemeinsam machen. Aber du kommst mit? Ich komme mit, ja.
Gesundheit. Ich bin schon krank, dann muss ich noch tauchen, das glaube ich ja nicht. Ja, wie krank bist du? Was ist das? Du, also... Was schaust du da so kritisch? Ja, meine Frau Autofahrt, ich fühle mich da ganz unwohl nebendran. Hör doch auf, wieso? Jetzt bin ich nüchtern und eine Frau fährt mich um. Das geht mir irgendwie nicht. Komm, ich fahre doch. Das geht doch viel gäbiger. Du kannst doch, ja, du da rechts anhalten. Dann fahre ich. Ja, dann fährst du. Dann kannst du doch ein bisschen reden während dem Fahren. Ja, das ist doch gut. He? So. Ist es der Wöhler jetzt? Ja. Ich bin mir nicht gewohnt, vor einer Frau umchauffiert zu werden. Ja, dann musst du eben mal umgewohnen. Du weißt aber auch nicht, wie das funktioniert, das Auto, gell? Wahrscheinlich. Du hast es abgestellt jetzt. Wir sind ja voll Profis. Was hast du da? Ups. Nein, was machst du mit meinem Auto? Du, die Bremse ist der. Die Bremse sind eben gut, das ist eben ein neues Auto. Der Siebengang? Sechs. Aha, nicht so. Tut er nicht den Rückwärtsgang rein auf der Autobahn? Nein, der geht doch nicht rein, musst du nicht Angst haben. Also ich finde, ich kann besser fahren als du. Wieso du fährst auch so ruckartig und so. Das stimmt als Witz nicht. Oh, ich finde es. So ohne Gefühl. Was lachst du? Nein, ich sehe es schon in diesem Neoprenanzug. Es gibt ein Bild für die Götter. Vor allem mir im letzten Halbjahr massiv zugenommen. Ja, das wollte ich nämlich fragen. Du hast zugenommen, gell? Ja, ich muss jetzt schauen. Was machst du denn? Machst du keinen Sport? Eben nicht. Wieso nicht? Das wäre gut. Für die Gesundheit. Das wäre gut für die Gesundheit. Nicht nur Alkohol trinken. Fleisch essen. Also Erich, wir haben natürlich auch für dich, unsere Zuschauer, gefragt, was sie für Fragen haben an dich. Da sind zwei, drei mehr oder weniger lustig reingekommen und ich würde gerne dir stellen. Ist das gut? Ja. Also. Bist du in einer Familie aufgewachsen, die schon am Mittagstisch ist politisiert wurde? Wir haben viele Zustände politisiert am Mittagstisch. Meine Schwester ist eher links oder eben links rausgekommen, und ich eher bürgerlich. Und, ich glaube, das hat sich schon ein bisschen politisiert. Aber die Eltern selber haben eigentlich nie politisch aktiv gewesen. Sie sind einfach immer stimmen und wählen. Meinst du das wirklich alles ernst? Also alles das, was du sagst und machst? Politisch schon, privat habe ich sehr viel Humor und da meine ich nicht immer alles ernst, was ich sage. Also, schau, Michelle, ich denke, es sei ein bisschen gefährlich, wenn wir alleine tauchen. Ja. Darum habe ich Profi- und Berufstaucher engagiert, der Remo Leng. Das ist hallo. Der Remo. Das ist, hallo. Dann gehen wir zusammen ein Blätterchen machen. Ja, also er hat etwas gesagt von Strömungstauchen, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Auf Wikipedia ist gestanden, dass es gefährlich ist und nicht für Anfänger. Also, darum machen wir das echt böse wie ein Taxi-Tandemflug. Ja. Wo man einfach direkt bei euch sein. Also, sie können nicht weg von uns, wir sind direkt an uns angeschnallt. Also, du garantierst, dass wir das überleben? Ja, garantieren kann ich nicht. Das wäre Logi. Ja gut, aber weißt, auf der anderen Seite, es hat alles gewisse Risiken. Für den Anfang wäre es ein bisschen schwierig gewesen, dass wir zwei gerade alleine unterwegs gewesen wären. Das wäre effektiv allenfalls gefährlich geworden. Und vor allem in Aare. Also ja, ist ja nicht ungefährlich, wenn du in eine Strömung reinkommst. Der Remo Leng kommt ja auch gerade schnell zur Sache und erklärt uns, auf was wir müssen achten und wie die Gerätschaften funktionieren. Dann hat er einen im Mund. Dann könnt ihr die Nase zu haben, jetzt am Trocknen mal schauen, wie der schnauft. Das ist ähnlich wie beim Schnorcheln. Funktioniert auch ohne Probleme. Das Problem ist eher, die Mami hat 30 Jahre lang gesagt, unter Wasser kannst du nicht schnaufen. Jetzt kommt der Remo und sagt, es geht. Ja. Das ist so ein bisschen Kopfsache. Ja. Einfach herlegen, wieder auf dem Wasser sein, mal einschnaufen, ausschnaufen, langsam abtauchen. Und ein bisschen Druck auf den Ohren hat, die Nase zu haben. Man hört die drei drücken, klack, geht es drum auf und das ist gut. Es sollte nicht anfangen, weh tun. Wenn Gott wollte, dass ich unter Wasser schnaufen kann, hätte er mir Kiemen gegeben.
Und wenn er will, dass er in der Luft fliegen kann, hat er mir Flügel gegeben. Dementsprechend habe ich Respekt vor dem Tauchen. Ja, kannst du das Zähnchen aufklippen drumherum? Das ist antibakteriell, das passiert nicht. Aber es ist klippen so. Genau, nicht. Und wenn er noch drin hat, lässt er einfach drin. Jetzt kannst du schnaufen, Nase zu. Und dann gehört er, wenn er tut, oder? Genau. Oh, der Brummer. Das ist ein schönes Brummer-Ding. Hummeli oder so. Aber funktioniert nicht so. Einwandfrei. Genau. Ja, drück mal. Ich habe die Zunge ein bisschen lüpfen, dann kann es nicht passieren. Ist ja nur ein bisschen Luft gekommen. Das Hummeli ist gekommen. Jetzt habe ich mal meinen Kopf. Zur Unterstützung hat Erich Hess noch seine Partnerin Lilia mitgenommen. Auch sie interessiert sich für das Tauchen. Du musst uns heute unterstützen? Ja, natürlich. Ja. Hast du ein bisschen Angst um ihn? Er ist stark, ein Mann. Meinst du, er überlebt es? Ja, er schläft nicht. Wir haben eine super Betreuung, da kann gar nicht viel passieren oder nichts. Nein, nein, kommt schon, alles gut. Würdest du das auch machen? Wäre das etwas, oder? Ja, das möchte ich auch einmal probieren. Sehr gerne. Ehrlich? Ja. Das Wichtige ist schon. Das andere Mal, wenn es wärmer ist. Das nächste Mal in der Ferien. So, fertig, lustig, es geht ab zur Challenge und da damit ins Wasser. Die erste Überwindung war, dass ich dort in das Wasser hineinkomme. Weil ich effektiv nicht wusste, was mir wartet. Ich wusste nicht, gewusst, schreisse mich mit vor der Strömung. Ich wusste nicht, gewusst, gehe ich unter mit dieser schweren Flasche hinter am Rücken. Das war übrigens sehr schwer. Ja, es hat mir schon ein bisschen Überwindung gebraucht, dort hineinzukommen. Aber der Remo Lange hat gesagt, wenn du nicht kommst, dann möchte ich dich einfach. Im Wasser ankommen gibt es erste Startschwierigkeiten, zumindest bei mir. Die Strömung, die zieht, die Luft, die ich rauslassen sollte, und dann noch die Flossen und ein rotes Seil, das wir irgendwie im Weg sind. Nein, ich kann nicht. Ich bin zu leicht, ich komme nicht runter, das Ding zieht mich auf. Ich musste vertrauen, dass ich Luft bekomme. Ich musste vertrauen, dass es funktioniert und dass mich nicht der Strom wegschreisst. Es ist zuerst habe ich ein paar Minuten gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Aber dann, mit der Zeit bin ich immer ruhiger geworden und dann ist es schon gegangen. Panik, muss ich sagen. Nee, das ist es noch gut. Wie fest hat es dich mitgenommen?
Ja, du hast vielleicht gemerkt, dass ich am Anfang ein bisschen Panik bekommen habe. Weißt du, so ein bisschen zu wenig Luft, habe ich das Gefühl gehabt. Aber nein, ist so mit der Zeit besser gegangen. Ja, ich musste ja. Ich musste daran gewöhnen. Ja. Aber ist das, also du, dir hat man nichts angemerkt, dass du nervös wärst oder so? Du bist so ein bisschen... Ich bin mich gewandert von der Politik her, gerade in der Stadt Bern. Muss ich natürlich immer gegen Strom schwimmen. Ja. Immer 80-85% rot-grün in der Stadt. Und dann schwimme ich auch gegen Strom. Du bist ja ein Politiker, der sehr polarisiert, sage ich jetzt einmal. Also, es gibt solche, die dich gerne haben, aber andere, die dich auch richtig hassen. Wie ist das für dich, wenn du so auch konfrontiert wirst auf der Straße? Also, passiert ja ab und zu etwas. Einmal hat einer das Bier über den Kopf gelegt, ein anderes Mal hat er schon einen angegriffen. Wie? Ja, dort hier ist ein bisschen das Problem, dass gerade die Leute, die grösste Toleranz predigen, die untolerantesten Leute sind gegenüber anderen Meinungen. Und das stört mich natürlich ein bisschen, weil ich bin der Meinung, wir sind in einem Land, wo wir Meinungsfreiheit haben. Und die sollte man hochachten, und dann soll jeder seine Meinung haben. Und wenn man eine andere Meinung nicht akzeptieren kann, ja, da ist man auch nicht so tolerant, wie man gerne predigt. Was ist denn so das Extremste, was du schon erlebt hast? Also irgendwo, wenn du so unterwegs bist, wirst du sicher andauernd irgendwie angesprochen. Was ist so das Extremste, was du erlebt hast? Hey, wir reden doch lieber über Schöne reden, nicht? Also, einfach erzähl jetzt, nicht mehr wundern. Nein. Also, ist ja so, in der Stadt, wo eben 80-85% rot-grün sind, dort, wird ich relativ viel angefeindet, auch auf dem Land draussen. Dort hier ist gerade dieser Weg, dort hier haben die Leute Freude, wenn ich jemanden komme. Aber geht ihr denn so nach? Oder hast du schon daran gewarnt, an die Anfeindungen? So... Das geht mir überhaupt nicht nach. Weil, das lässt mich nicht kalt? Ja, das lässt mich effektiv kalt. Ehrlich? Weil dann würden ja die mich anfeinden, gerade das erreichen, was sie eigentlich wollen, dass ich aufhöre mit meiner Politik. Und ich bin der Meinung, solange dass man angefeindet wird, muss man umso mehr weiter kämpfen. Es kann nicht sein, dass die durch die Anfeindungen das erreichen, was sie wollen, dass sie aufhören. Ja, vielleicht musst du halt einfach mal Bodyguard suchen. Ich glaube, oder ich hoffe, dass das in unserem System noch lange nicht braucht, dass Parlamentarier mit einem Bodyguard müssen rumlaufen müssen. Es wäre eben traurig für unser Land, sprich für Demokratie, wie wir es in der Schweiz kennen. Dann denkst du noch lange nicht dazu aufhören, egal was passiert? Ich denke noch lange nicht dazu aufhören, weil wir haben grosse Probleme hier innerhalb der Schweiz und auch im Kanton Bern, die wir in Zukunft müssen lösen müssen. Erich, merci vielmals. Es war ein spannender Tag. Und wir schauen jetzt noch schnell, was uns nächste Woche in der Sendung erwartet. Nächstes Mal führt mich mein Weg ins Freiburgische zum Musiker Gustav. Nach meinem ohrenbetäubenden Lärm nimmt mich der 44-Jährige wieder weg von seinen Instrumenten und führt mich auf einen Tennisplatz. Dann schaust du einfach nächste Woche die Sendung. Wenn ich Zeit habe, probiere ich einzuschalten. Ja, du nimmst dir Zeit. Ich hoffe auch dir. Nehmt euch Zeit und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann. Adieu miteinander. Tschüss zusammen. Typisch Michel wird euch präsentiert von Schöneck Garage Spiez, euer Ford-Spezialist im Berner Oberland. Und mit Leib und Seele von Ernie. Haar, Kleid, Bar, Spa.